Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Opresnik Learning, eurem Bildungskanal. Heute geht es im Video meiner neuen Reihe Wissen kompakt um die Frage, welche Studiengänge sich aktuell finanziell am meisten lohnen. Wenn es um den rein finanziellen Erfolg nach dem Studium geht, stechen vor allem zwei Bereiche hervor: Jura und Medizin. Ein abgeschlossenes Jurastudium mit anschließender Promotion führt zu einem beeindruckenden Einstiegsgehalt von durchschnittlich 61.057 Euro brutto im Jahr. Auch im Bereich Medizin sind die finanziellen Aussichten hervorragend, mit einem durchschnittlichen Bruttoeinstiegsgehalt von 58.688 Euro jährlich. Diese Zahlen verdeutlichen, dass insbesondere Studiengänge, die eine hohe Spezialisierung und eine längere Ausbildungsdauer erfordern, finanziell besonders lukrativ sein können. Neben Jura und Medizin gehören auch das Wirtschaftsingenieurwesen und die Naturwissenschaften zu den Studienrichtungen mit überdurchschnittlich hohen Einstiegsgehältern. Andererseits zeigt sich, dass die Gehaltsaussichten in anderen Studienfeldern deutlich niedriger ausfallen können. Beispielsweise liegt das durchschnittliche Einstiegsgehalt in den Bereichen Grafik und Design bei 35.549 Euro, gefolgt von Geistes- und Sozialwissenschaften mit 36.323 Euro. Diese Unterschiede können unter anderem durch die spezifischen Anforderungen und die Marktnachfrage in den jeweiligen Bereichen und Branchen erklärt werden. Interessant ist auch, dass selbst innerhalb verwandter Studienrichtungen erhebliche Gehaltsunterschiede bestehen. So verdienen Absolventen der Sprach- und Kulturwissenschaften durchschnittlich 38.130 Euro und liegen damit noch leicht über den Gehältern von Geistes- und Sozialwissenschaftlern, aber deutlich unter den Gehältern von Ingenieuren und Informatikern, die durchschnittlich über 52.000 Euro verdienen. Die Daten, die diese Unterschiede belegen, stammen vom Portal Gehaltsreporter.de und wurden von Statista grafisch aufbereitet. Sie bieten eine wertvolle Orientierungshilfe für Studieninteressierte, die neben ihrer Leidenschaft für ein Fach auch ihre künftigen Verdienstmöglichkeiten in ihre Entscheidungen einbeziehen möchten. Was denkt ihr über diese Unterschiede in den Einstiegsgehältern? Findet ihr, dass sich die Wahl des Studienfaches vorrangig nach den finanziellen Überlegungen richten sollte? Oder sollten, wie ich meine, eher persönliche Interessen und Leidenschaften im Vordergrund stehen? Diskutiert mit mir in den Kommentaren und wie immer an dieser Stelle, danke für eure Aufmerksamkeit und bleibt wissenshungrig. Macht's gut. Ciao.